Bitte? Ich hoffe, es geht so. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier ein paar Worte zu reden. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, vor wenigen Tagen sind viele Zivilisten umgekommen. Hunderte wurden verletzt. Nein, ich spreche nicht von Brüssel. Obwohl das natürlich ein schrecklicher Terrorakt und feiger Anschlag war, der uns alle betroffen machen muss. Und obwohl völlig klar ist, Terror ist Mord, er hat mit Religion so wenig zu tun wie Vergewaltigung mit Liebe. Nein, vor ein paar Tagen starben im Jemen außerhalb unserer Wahrnehmungsschwelle mindestens 70 Menschen bei Luftangriffen der US-Streitkräfte und mindestens 100 Menschen bei Luftschlägen Saudi-Arabiens. In Jemen ist das von einer Revolution zu einem Bürgerkrieg und dann zu einem Stellvertreterkrieg geworden, mit noch katastrophaleren Folgen für die Bevölkerung als in Syrien. Nur näher ran. Aha. Nur, es schaut keiner hin. Die Medien nehmen das kaum wahr. Und wenn, dann unter Titeln wie Der vergessene Krieg. Ja, es ist einer der vielen Kriege auf unserem Planeten. Man verliert fast den Überblick, leider. Und ist ein weiterer, an dem Deutschland in diesem Fall indirekt durch Waffengeschäfte an Saudi-Arabien beteiligt ist. Ja, das ist so. Bei fast jeder Schweinerei ist Deutschland mit dabei. Und weil wir das nicht mehr länger mitmachen wollen, weil wir uns nicht länger mitschuldig machen wollen, deswegen müssen wir aufstehen. Und heute... Und heutzutage braucht es eine weitere Klarstellung. Armeen führen Krieg. Terroristen machen Terror. Und Flüchtlinge flüchten vor beidem. Flüchtlinge sind keine Terroristen. Durch unsere europäische Brille schauen wir auf die Welt und sehen aber nicht, vielleicht wollen wir es auch nicht sehen, dass viele der Ursachen für die aktuellen Kriege und Unruhen in unserer europäischen Kolonialgeschichte zu finden sind. Somit gilt, wir tragen Verantwortung und wir können uns dem nicht entziehen. Und es wäre an der Zeit, sich zumindest zu entschuldigen und Wiedergutmachung zu leisten. Aber in der alltäglichen Betrachtung, auch in unserer Form der Verarbeitung der Anschläge, lassen wir uns von dieser europäischen Brille foppen. Wir sind Brüssel und wir sind Paris, so lauten die Slogans in den sozialen Netzwerken. Aber sind wir auch Bagdad? Sind wir Kabul? Sind wir Islamabad? Sind wir Abuja? Irak, Afghanistan, Pakistan und Nigeria, das sind die vier Staaten und ihre Hauptstädte, in denen die meisten Terroranschläge stattfanden. Zwischen 2001 und 2014, so sagt eine schreckliche Statistik, sind dort 85.000 Menschen bei Terroranschlägen umgekommen. Und diese schreckliche Statistik bestätigt unser Gefühl. Seit 2011 sterben weltweit massiv mehr Menschen durch Terroranschläge. Aber in Bezug auf Westeuropa trügt uns unser Gefühl. Denn hier ist die Zahl der Opfer deutlich zurückgegangen und ist heute signifikant niedriger als beispielsweise in den 70er Jahren. Das relativiert nichts. Jedes Opfer ist ein Opfer zu viel. Aber es ist durchaus einmal wichtig, diesen unseren eurozentristischen Blick abzulegen und nüchtern und womöglich mit Entsetzen auf die Welt, die mehr und mehr aus den Fugen gerät, zu schauen. Man kann gar nicht alle Punkte ansprechen, die anzusprechen wären, aber ein paar sollen hier doch benannt werden. Da ist zum Beispiel Obama, der so vorauseilend mit dem Friedensnobelpreis geehrte, der dann so bitter enttäuschte. Sein Hauptbeitrag ist der entfesselte Drohnenkrieg, den er seit Jahren führt. Das muss man sich sehr konkret vorstellen. Monat für Monat bekommt Obama Listen vorgelegt, welche Personen per Drohnenangriff zu liquidieren seien. Hier ist rechtsstaatlich wunderbar alles in einer Hand. Beweisaufnahme und Beweisführung, Anklage, Gerichtsverfahren, Urteilsspruch und Vollstreckungsbefehl. Eine Verteidigung gibt es nicht, aber wer wird denn so kleinlich sein? Mit seiner Unterschrift wird dann die Drohnenverfolgung ausgelöst. Ganz so zielgenau, wie das behauptet wird, ist das jedoch nicht. Auf eine Person, die auf dieser berüchtigten Liste steht und getötet werden soll, kommen rund 30 Zivilisten, die ebenfalls ihr Leben lassen. Es gibt nur Schätzungen, aber die gehen davon aus, dass zwischen 3.000 und 5.000 Zivilisten bei diesem Drohnenkrieg getötet worden sind in der bisherigen Amtszeit von Obama. 3.000 bis 5.000 Zivilisten. Eine bemerkenswerte Bilanz eines Friedensnobelpreisträgers. Und Deutschland ist natürlich auch hier beteiligt. Die US-Militärbasis Ramstein in der Pfalz spielt eine zentrale Rolle im Drohnenkrieg in Pakistan. Von dort werden die Drohnenangriffe gesteuert.
In Grafenwöhr wird mit Drohnen trainiert. Und wir wissen, wie wir wissen. Und es gibt auch Hinweise auf Drohneneinsätze und Trainings hier in Katterbach und Illersheim. Besonders beunruhigend darf uns, dass Ursula von der Leyen entschlossen ist, sowohl Aufklärungs- als auch Kampfdrohnen für die Bundeswehr anzuschaffen. Es war ja in der letzten Woche nur eine kleine Meldung wert, dass der Wehretat in den kommenden Jahren um 10,4 Milliarden Euro aufgestockt wird. Ein Teil dieses Geldes wird sicher in die Drohnen gehen. Und dann sind wir unmittelbar beteiligt. Das darf nicht sein. Und dann muss auch noch was gesagt werden zum aktuellen Deal mit dem neuen Sultan der Türkei, Erdogan. Das läuft etwas schematisch, ja folgendermaßen ab. Wir, die EU und die NATO, geben der Türkei Geld und Waffen. Die Türkei gibt vor, damit Daesh, also die IS, zu bekämpfen. In Wahrheit bombardiert und massakriert sie die Kurden und unterstützt Daesh. Dadurch gibt es noch mehr Flüchtlinge, wovon ein Teil nach Europa möchte. Europa will die Flüchtlinge nicht oder zumindest nicht alle. Die Türkei bietet an, sie gegen Geld zurückzunehmen. Die EU und die NATO geben der Türkei Geld und Waffen. Und die Spirale dreht sich weiter. Immer weiter, immer weiter. Ein schäbiges Geschäft mit einem Despoten, der in der Türkei eine totalitäre Präsidialherrschaft aufgebaut hat. Und zwar, indem er an der Verfassung zwar nichts geändert hat, weil er dafür die Mehrheit nicht hatte, aber sie schlichtweg ignoriert. Die Zeitungsredaktion lässt, der Zeitungsredaktionen stürmen und die Zeitung einstellen lässt, weil sie zu kritisch berichtet. Der Journalisten einkerkern lässt und persönlich verfolgt, weil sie es wagten, ihn zu kritisieren und seine Verbindungen zu Daesh aufzudecken. Der jeden und jede, der gegen oder die oder der gegen ihn ist, als Terrorist verfolgen lässt. Der am 8. März diesen Jahres eine Frauendemo zusammenknüppeln ließ. Der ein ganzes Volk, nämlich die Kurden, massakrieren lässt. Der in Drogen- und Waffengeschäften verwickelt ist. Und der NATO-Partner ist. Und als solcher beim Abschuss einer russischen Maschine über syrischem Gebiet fast einen globalen Krieg ausgelöst hätte. Und auch das bemerkenswert. Der wenige Tage vor dem Anschlag in Brüssel Folgendes auf einer Kundgebung in der Türkei gesagt hat. Zitat. Es gibt keinen Grund, dass eine Bombe wie die in Ankara nicht auch in Brüssel explodiert. Dort wurden Unterstützern der Terrororganisation PKK im Herzen der Stadt die Gelegenheit gegeben zu demonstrieren. Trotz dieser bitteren Realität verhalten sich die europäischen Staaten völlig nachlässig, als ob sie auf einem Minenfeld tanzten. Ist das gutes Timing? Ist das Vorwissen gewesen? Oder womöglich sogar mehr? Ich halte nicht viel von Verschwörungstheorien, bin aber in meinem bisherigen politischen Leben schon mehrmals damit konfrontiert worden, dass ich mir im Nachhinein Bewiesenes vorab gar nicht hätte vorstellen können. Die Geschichte zu diesem Thema ist, glaube ich, noch nicht geschrieben. Und auch hier wieder. Mit der Entscheidung vom 4. Dezember 2015 hat der Bundestag den Weg freigemacht zu einem der umfangreichsten Auslandseinsätze der Bundeswehr in Syrien. Mittels einer kleinen Anfrage hat die Linksfraktion die Bundesregierung in Verlegenheit gebracht. Sie wollte wissen, wie denn mit den Daten umgegangen wird, die die deutschen Tornados an die NATO-Bomber, darunter auch türkische Bomber, weitergeben. Die Antwort ist aufschlussreich. Ich zitiere. Die Aufklärungsergebnisse der Tornados werden mit dem Freigabevermerk for Counter-Daesh Operation Only, also nur für die Anti-IS-Operation, versehen. Grundsätzlich wird im vertrauensvollen Miteinander mit den Partnernationen davon ausgegangen, dass diese sich an diese zweckgebundene Verwendung der Aufklärungsergebnisse halten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da sagt die Bundesregierung also auf unsere Frage hin, ja, wir geben die Daten weiter, wir geben die auch an türkische Bomber weiter und wir gehen davon aus, dass sie die richtig verwenden. Das ist bemerkenswert. Man vertraut also dem türkischen Staat, der seit Jahr und Tag terroristisch gegen seine Bürger vorgeht. Man vertraut einem Staat, der mit Daesh und IS-Terroristen kooperiert, um seine Interessen in einem Nachbarstaat durchzusetzen. Man behauptet eine zweckgebundene, also sinnvolle Verwendung. So heiligt der Zweck die Mittel und so macht sich die deutsche Regierung zum Komplizen des türkischen Staatsterrorismus. Die Ukraine, der Krisenherd Ukraine,
ist aus den Schlagzeilen, aber keineswegs befriedet oder aus der Welt. Und nur ein kurzer Abschnitt dazu. Die Ukraine weigert sich nach wie vor, wesentliche Forderungen aus dem Minsk-II-Abkommen bezüglich der Garantie der Autonomie der Regionen durch eine Verfassungsänderung umzusetzen. Sie hat die Frist verstreichen lassen und es gibt Anzeichen, dass sie die Entscheidung auf dem Schlachtfeld sucht. Das kann leider jeden Augenblick wieder zu einem heißen Krieg werden. Und auch hier ist Deutschland nicht unschuldig, sondern hat im Rahmen der EU ein gehöriges Maß an Verantwortung für die Zuspitzung dieses Konfliktes. Leider spielt der hiesige Stützpunkt immer wieder und immer noch eine große Rolle bei all diesen Konflikten und Kriegen. Es ist somit immer noch ein Stachel und sollte lieber heute als morgen geschlossen werden. Deswegen fordern wir den Abzug. Nach all diesen schwierigen und problematischen Hinweisen will ich versuchen, positiv zu schließen. Eine überwältigende Mehrheit von 85% der Bundesbürger spricht sich dafür aus, dass die auf den deutschen Boden gelagerten Atomwaffen abgezogen werden. Ja. 93% befürworten nach einer neuesten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa, dass Atomwaffen ähnlich wie Chemie- und Biowaffen völkerrechtlich verboten werden sollen. Und 88% sprechen sich dagegen aus, dass die USA die in Deutschland gelagerten Atomwaffen durch neue und einsatzfähigere Waffen ersetzen soll, wie es für das Jahr 2020 geplant ist. Dies sollten wir als klaren Auftrag der Bevölkerung an die Bundesregierung verstehen, endlich den Bundestagsbeschluss vom 26. März 2010 umzusetzen. Vor fast genau 6 Jahren hatten die Bundestagsabgeordneten fraktionsübergreifend den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland und den engagierten Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt gefordert. Noch harrt dieser Beschluss der Umsetzung. Es ist aber an der Zeit, diesen Beschluss umzusetzen. Und es wäre eine lohnende Aufgabe, mit der Friedensbewegung hierfür zu mobilisieren. Denn es wäre ein Zeichen und ein wesentlicher Schritt, dass Deutschland endlich sichtbar aus der Gewaltspirale heraus will. Ich danke allen, die hierher gekommen sind, dass sie dagegenhalten und an dieser Aufgabe nicht verzweifeln, sondern weiterkämpfen und auf die Straße gehen. Dabei kämpft ihr auch um die Zukunft unserer Kinder und unserer Jugend. Denn Frieden mag nicht alles sein, aber ohne Frieden ist alles nichts. Vielen Dank.